Meine Lieblings-YouTuberin, Bibis Beauty Palace, war 2 Jahre lang von der kompletten Social-Media-Bühne verschwunden. Alle Fans waren traurig, ich eingeschlossen. So oder so waren wir alle umso glücklicher, als Bianca vor einigen Tagen dieses Bild hier hochgeladen hat, zusammen mit dieser Instagram-Story. Ich habe darauf dann auch eine Story gepostet. Ich liebe die Natur. Die Natur und ich sind einfach eins. Wir sind verschlossen. Und ich hatte mit Gegenwind zu rechnen. Die meisten Leute von euch haben natürlich verstanden, dass das von mir lustig gemeint sein sollte. Ich habe ja auch auf meinem Zweitkanal bereits gesagt. Und ich bin da sehr froh drüber. Ich freue mich so ein bisschen. Das war so eine Richtung, wo ich wirklich auch gehofft habe, dass sie in so einer Richtung zurückkommen wird. So oder so haben leider viele den Joke dahinter nicht so richtig verstanden. Ich habe das Ganze dann nochmal klargestellt über einen Kommentar, der dann auch bei Newsseiten gepostet wurde. So oder so hat das Thema ein bisschen die Runde gemacht und generell Bianca Heinicke ist zurück, ist das Thema Nummer 1 momentan in der kompletten Welt. Wir haben keine anderen Sachen, über die berichtet werden sollte. Von daher freue ich mich ungemein, euch heute sagen zu können und auch in einigen Sekunden zeigen zu können, dass Bianca Heinicke wirklich hier heute mit am Start ist und für ein exklusives Interview auf meinem YouTube-Kanal mit am Start ist. Ein Riesenapplaus für Bianca Heinicke! Hallo. Lass dich drücken, Luca. Lass dich drücken, Bianca. Hallo. Schön, dich endlich zu sehen. Freut's auch. Komm, ich drück dich nochmal. Lass uns drücken. Oh, das ist so schön. Schön, dich in live zu sehen. Bianca, ich bin ein Riesen... Hallo, meine Lieben. Ich bin ein Riesenfan seit... Also, sehr schön hier. Wunderschön. Ja. Schön, ist das dein Studio, Luca? Komm, lass dich drücken, Bianca. Lass dich drücken. Lass dich drücken. Was machen Sie da unten? Ich drücke. Ich drück ganz doll. Bianca, es freut mich extrem. Mich auch, ja. Freut mich extrem, dass wir heute mal zum ersten Mal in Persona sprechen. Wir haben uns ja schon mal getroffen, vor allen Dingen. Schöne Tasche. Sie ist gut. Ja. Die habe ich im Urlaub gefunden. Die hat zu mir gesprochen. Sie wollte, dass ich sie mitnehme. Das ist eine echte Sonnenblume. Also ich weiß nicht, was hier so lustig ist. Das Leben. Das Leben ist wunderschön. Ich habe auch wirklich die letzten Monate Klarheit bekommen über das Leben. Das Leben ist einfach schön. Wir haben uns ja tatsächlich damals schon einmal getroffen. Das war bei der Universal Aftershow Party im Rahmen der Gamescom. Ah, natürlich. Da haben wir ein Getränk miteinander getrunken, 10 Sekunden miteinander gequatscht. Danach war es irgendwie, seid ihr weggegangen. Ja, bist du einfach weggelaufen von mir? Nee, da warst du ja auch noch mit Julian zusammen. Erstmal, wie ging das aus mit der Trennung? Hast du da alles verkraften, verarbeiten können? Eigentlich möchte ich darüber gar nicht reden, weil... Wie du möchtest. Weil ich muss schon sagen, also ich bin darüber hinweg. Ich habe das Leben gefunden. Ich habe Klarheit im Leben gefunden. Und ich möchte, dass der Julian, der soll einfach wirklich sein Leben leben. Und ich schaue mir das auch nicht an. Also... Ich gucke gar nicht. Hast du noch einen Fernseher? Nein, natürlich nicht. Fernseher, da sind Strahlen drin. Nein. Smartphone, ich habe keinen Fernseher. Ist das für euch? Ja, aber ich schaue immer nur zwischendurch rein. Hast du ja noch die Story gepostet vor einigen Tagen. Wie kam es dazu? Warum hast du jetzt gerade so den April... Viele dachten ja auch, es sei so ein nachträglicher April-Scherz gewesen mit der Story. Da haben sich ja auch, als ich gesehen, ich mache keine Scherze. Nein, du machst keine Scherze? Nein. Okay, da hängt es irgendwie auch mit dieser Stefan Raab-Sache zusammen, weil ja Bibi war lange Zeit weg. Was sagst du? Stefan Raab? Ist Stefan Raab auch zurück? Stefan Raab ist... Das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Wo ist Stefan Raab? Der wohnt ja bei mir um die Ecke. Ja, Stefan... Wohnt er auch im Wald? Ja. Aha, okay. Ja, Stefan Raab ist zurück. Der hat sein Comeback angekündigt und hat gesagt, dass er bei 9 Millionen Instagram-Followern zurückkommt. Wie viele habe ich nochmal? 6 Millionen. 7 Millionen? Ich weiß es nicht. Ich hab's schon vergessen. Ist ja egal. Hauptsache Follower interessiert mich nicht mehr. Was interessiert dich denn? Glück. Wohlbefinden. Bewusstsein, habe ich gesehen in deiner Story, hast du ja ganz groß. Bewusster durchs Leben gehen, ja. Bewusster durchs Leben gehen, genau, das hast du ja ganz groß angekündigt. Ja, ganz genau. Aber das hast du jetzt nicht irgendwie besonders getimt mit Stefan Raab, das hast du gar nicht mitbekommen. Nein, nein. Stefan und ich, wir reden nicht. Nein, nein. Okay. Du warst ja auch damals bei TV Total. Ja, ja. Das war ganz interessant. Erste YouTuberin in Deutschland. Ja, ich war tatsächlich auch bei Stefan Raab und hatte mich da auch noch mit ihm darüber unterhalten. Da warst du ja noch ein ganz anderer Mensch, wenn ich das so sagen darf. Genau. Da ging es ja, da ging es ja, in, also in die, da ging es ja um... Ich bin immer noch Bianca. Ich war immer Bianca.
In dem, das ist auch schön, aber da war es ja noch Bibis Beauty Palace, zumindest wie du dort aufgetreten bist. Da hattest du ja... Er hat Bibi gesagt. Also, ich möchte kurz einmal sagen, ich fände es schön, wenn du mich Bianca nennst, weil ich bin Bibi nicht mehr. Du bist, okay. Ich habe mich selbst gefunden, ich bin Bianca Heineken. Du warst... Heineke. Die Blume ist gefallen. Bianca Heineken. Heineke. Ja, du warst damals ja Bibi. In vielen Augen von Fans warst du die Bibi, die Bibis Beauty Palace. Und bei Stefan Raab ging es ja damals auch primär darum, Bilou zu promoten. Hat Stefan Raab ja auch den Prank gemacht, hat Bilou gegessen. Nicht essen, Kinder, nicht essen. Nee, nicht essen. Deswegen, das ist ja, ist das jetzt wie so eine Schlange, die sich häutet oder wie so ein Wurm, der zum Schmetterling wird und verwandelt sich? Willst du sagen, ich war früher ein Wurm? Also, das, ich muss sagen, das ist mir wirklich ein bisschen viel negative Energie. Ich wollte Energie sagen, hier. Es hat mich gewurmt, dass du so lange weg warst. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber, also, Luca, du kannst ja jetzt auch mal ehrlich sein, dass wir die letzten 2 Jahre schon Kontakt hatten miteinander. Also. Ich verstehe, irgendwie ihre Stimme ist gerade so tief geworden. Dürfen wir das in der Öffentlichkeit noch nicht sagen, dass wir Kontakt hatten? Das wäre mir neu. Wo hatten wir denn Kontakt? Na, Luca, sei doch nicht so bescheiden. Also ich habe mich auch gut vorbereitet mit Notizen, aber da steht auch nirgendwo drauf, dass wir jetzt irgendwie Kontakt hatten. Okay, dann reden wir nicht darüber. Behalten wir es für uns. Glaubst du, Sandra wird eifersüchtig, wenn wir darüber sprechen? Gut. Wo wir beim Thema Sandra sind. Hast du denn noch irgendetwas zu tun mit anderen Influencern? Man hat ja auch mitbekommen, dass du wirklich vielen Leuten noch entfolgt bist. Hast ja auch in der Story, die du hochgeladen hast, wo ich dich wirklich, habe ich auch auf meinem Zweitkanal gesagt, höchst für respektiere. Das ist, gehört noch eine Menge Mut dazu, dass man gerade jetzt einerseits aus einer finanziellen, wirtschaftlichen Sicht sagt, nein, komm, mir geht's finanziell gut. Mit, dass man einerseits sagt, komm, Bilou und alles mögliche Investitionen, ich lasse das hinter mir. Aber auch auf der anderen Seite sagt, komm, auf dem ganzen Influencer-Ding, da will ich eigentlich auch raus. Vielen Leuten, wie gesagt, entfolgt. Gibt es noch Kontakte aus der Social-Media-Welt? Nicht wirklich. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, Kontakte sollten immer einen selbst erfüllen. Und das erfüllt mich nicht. Das erfüllt dich nicht. Was erfüllt dich denn neben den bereits gesagten Aspekten wie Bewusstsein, übers Leben, Nachdenken? Ich meditiere viel. Meditieren, okay, ja. Das mache ich auch manchmal. Spazieren. Spätzle? Spazieren. Spazieren, ah, okay. So im Wald. Ja, und mit meinen 2 Kindern spielen. Wie läuft das ab, wenn ich fragen darf, oder ist das jetzt zu privat? Weil ich meine, das ist ja auch, ich will dir überhaupt nicht zu nahe treten, aber es du ist ja auch... Du kennst doch die beiden. Also ich muss euch sagen, der Luca, der tut gerade so, als würden wir uns gar nicht wirklich kennen. Aber ich finde, es ist an der Zeit, hier wirklich Tacheles zu sprechen. Die letzten 2 Jahre, Luca hat sich so gut um die Kleinen gekümmert. Wirklich, er hat ihnen Fußball beigebracht. Ja, also, was vielleicht kickt da die Demenz schon in meinen frühen Jahren jetzt gerade, aber... Was ist das denn in deiner Sonnenblumentasche? Das ist mein Alpaka. Das ist dein Alpaka. Möchtest du es auch mal halten? Fühlt sich das wohl bei mir? Das ist, ja. Wie heißt das Alpaka? Luca. Guck mal, es hat auch so einen flauschigen Popo. Mhm. Und das kann reden? Mit mir, ja. Nur mit dir? Ich höre es. Hörst du es auch? Ich höre nichts. Nein? Nee. Mhm. Ich gebe das mal wieder dir zurück. Ja, also wenn es das fühlt sich da auch nicht so wohl, das merke ich schon. Ja, das... Hast du gehört, ne? Wie läuft es denn aktuell gerade bei dir auch im Liebesleben? Weil das ist ja was, was gerade bei Influencern immer sehr, sehr viel diskutiert wird. Gerade in die Richtung Tanja Makaric, die sich ja mit Julienko... Das ist von deinem Ex-Mann, Ex-Partner, die neue Freundin gewesen. Da kriselt es aber auch gerade. Julienko hat gesagt, dass die beiden sich getrennt haben. So oder so kommen immer wieder Gerüchte, dass Julienko und Tanja doch noch zusammen sind, weil sie ähnliche Emojis in ihre Storys packen, die gleichen Uhrzeiten verlinken. Da muss ich wirklich direkt sagen, das ist genau der Grund, warum ich nicht mehr Social Media gemacht habe. Also nicht wegen Julian, weil Julian, wir haben keine Probleme. Aber mein Leben, das soll nicht gestresst sein von Social Media. Ich schaue mir doch nicht die Storys an und lasse mein Leben davon beeinflussen. Jeder selbst muss sein Glück finden. Und das ist eine wichtige Botschaft. Ja, das glaube ich. Also das ist, ich habe ja selber in den beginnenden Zügen des Jahres, fährst du noch Zug? Selten. Wie kommst denn du jetzt aktuell von A nach B? Also wie, oder wo wohnst du überhaupt?
Falls nein, man das ist geheim. Wo wohnst du? Ich wohne in Köln. Sollen wir mal die Adresse leaken? Ich weiß, wo Luca wohnt. Social Media Beziehungen bzw. generell das ganze Liebesleben von Influencern interessiert ja immer eine Menge Leute. Ist da mich bei nicht dir, mehr. Dich interessiert es gar nicht. Nein. Weil es kamen ja auch Gerüchte auf, dass du angeblich, das war ja gerade zu Beginn vor 2 Jahren, wo Bibi Julian auseinander überall in den Medien war, kamen ja auch Gerüchte auf, dass du fremdgegangen seist. Also ich finde, das ist das Toxische an Social Media. Warum ich mich auch daraus zurückziehen wollte. Weil jeder urteilt über mich, über dich. Alle urteilen über Luca, wie böse Luca zu mir war. Luca war nie böse zu mir. Er hat Klicks gemacht, ich habe ihn geclaimed. Aber das ist doch in Ordnung. Habe ich das Geld bekommen, ist doch gut. Deshalb, Social Media ist einfach toxisch. Lass die Leute glücklich sein, lass sie machen. Und wie soll das dann bei dir in Zukunft weitergehen? Weil ich meine, der bisherige Content von dir war ja schon eher in die Richtung, da badet man mal irgendwie in Kondomen. Und macht eher solche Sachen oder gesetzt sich in ein XXL-Kondom. Solche Sachen wurden ja mal gemacht. Viele Gewinnspiele auch, um Follower zu jammern. Also das war ja schon teilweise eine sehr wirklich Influencer-Richtung, in die es gegangen ist. Das wird sich jetzt wahrscheinlich komplett ändern, weil ja auch viele Beiträge gelöscht wurden. Du ja jetzt auch als Bianca Heinicke überall auftrittst und nicht mehr als Bibis Beauty Palace. Es kam jetzt auch raus, dass du gar nicht mehr bei Bilou so richtig mit drin bist. Also wie wird sich das alles so ein bisschen entwickeln? Naja, also ich meine, die einen, die testen Influencer-Produkte, die anderen produzieren sie. Also ich muss wirklich sagen, mein Content, ich muss schauen, was ich mache. Ich habe keinen Plan, ich habe keine Vorgaben. Ich mache es einfach so, wie ich mich glücklich fühle. Gibt es denn dann auch noch ein vernünftiges Management? Vernünftig? Ich meine jetzt ein richtig strukturiertes Management erfüllendes im Hintergrund. Erfüllendes Management, das macht mein Timothy. Timothy, das war der Name, den ich gerade gesucht habe. Wie läuft das? Das ihr läuft beiden, sehr gut. Ihr beiden wohnt zusammen und der Timothy unterstützt dich auch, wie das ein Freund machen Timothy sollte. Möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen. Das möchte ich, dass du das respektierst. Genauso wie du möchtest, dass unsere Affäre nicht in der Öffentlichkeit steht. Ja. Selbstverständlich, das lassen wir komplett raus. So oder so, wie geht's denn dann jetzt weiter? Wird es jetzt auf Instagram weitergehen? Werden weiter YouTube-Videos kommen? Werden die YouTube-Videos vermarktet? Wie sieht's mit deinem Lifestyle aus? Du bist ja schon seit Jahren vegan. Erzähl uns ein bisschen, wie soll's weitergehen in Zukunft? Also, ich muss auch schauen, ob ich in Deutschland bleibe oder wo ich hin möchte, weil dann fotografieren mich alle und sehen mich, das möchte ich eigentlich nicht. Aber vielleicht mache ich noch mal Videos, aber immer nur sinnhaft. Ich möchte nicht einfach belustigen oder ohne Sinn und ohne Mehrwert. Das möchte ich nicht. Mhm. Also es soll alles für jeden einen Mehrwert haben und Leute sollen etwas für sich selbst persönlich mitnehmen können aus meinen Videos. Verstehst du, was ich meine? Ich finde das sehr, sehr schön und wie ich eingangs auch gesagt hatte, ich hatte da auch auf dem Zweitkanal schon meine Meinung zu gesagt, ich finde das einen sehr, sehr schönen Step, der auch, glaube ich, sehr gut tun kann, weil ich meine, du bist ja jetzt auch wie alt, 31? Korrekt. Um den Dreh, genau. Da hat man auch andere Ansichten, als man die beispielsweise noch mit 25 hatte, wo ja deine Hype-Phase auf Social Media stattgefunden hat. Die Kinder werden älter, man muss gucken, wie man das jetzt genau hinkriegt. Du wirst älter, ja. Genau, in der Organisation und so. Gerade so im Privatleben, aber auch im Geschäftlichen muss man natürlich schauen, wie es da finanziell weitergeht. Mhm. Also ist da was geplant? Du hattest ja ein Buch in deine Instagram-Story gehauen, da haben viele gedacht, ja, schreibt Bibi jetzt vielleicht auch bald nein. Ein Buch? Nein. Nein, nein. Also, ich schreibe wirklich kein Buch, aber... Kannst du schreiben? Ja, natürlich. Aber ich muss auch sagen, also, finanziell sieht es nicht schlecht aus. Sah es auch noch nie, glaube ich. Ne? Also, das ist ja auch das Schöne, glaube ich, bei euch, dass ihr euch wirklich ein ordentliches Polster aufbauen konntet durch die Videos, durch Bilou, durch andere Kooperationen. Also, ich habe in einem Haus gewohnt, Luca in der Wohnung. Ich muss sagen, mir geht's gut. Baumhaus? Ja. Jetzt dann, ab jetzt, oder? Ja. Das ist schön, weil der Blick ist höher. Hm. Okay. Was ist das für ein Baum? Eine Eiche. Eiche. Eine deutsche Eiche. Eine deutsche Eiche. Die ist groß. Also in Deutschland wohnt sie ja dann offensichtlich. Noch, ja. Okay. Genau. Aber es sind jetzt keine festen Pläne, irgendwas, wo du hier wirklich sagen kannst, jo, in die Richtung geht's weiter, das könnt ihr von mir bald erwarten. Da willst du dich gar nicht festlegen wahrscheinlich. Nein, nein, ich möchte mich da gar nicht festlegen. Ich möchte auch keine Ziele setzen, wo ich hin will. Das kommt. Ich spüre das und merke, es ist der richtige Schritt. Und dann mache ich das. Einfach alles in die Richtung Bewusstsein. Ich möchte im Hier und Jetzt leben, das Leben genießen, genau. So wie es ist. Das ist eine schöne Ansicht, finde ich. Das ist auch ein schönes Schlusswort für unser heutiges Interview. Mich hat das sehr gefreut, Bibi, dass du... Bianca, tut mir leid. Bianca, ich bin noch wenn ich bitten darf. In dem alten Denken drin. Es hat mich sehr gefreut, Bianca, Frau Heinicke, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Immer wieder. Freue mich auch auf die Entwicklung. Ich bin gespannt, was kommen wird. Ich glaube, Sie können da wirklich vielen was...
was mitgeben. Gerade so den jüngeren Zuschauern ist es sehr, sehr wichtig, glaube ich, das mal so ein bisschen klar zu machen, worum es im Leben wirklich geht. Dass es nicht immer dieses schnell, schnell, weiter, 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 sondern auch dieses Leben leben lassen, mit einer gesunden Ironie darauf auch schauen. Gibt ja dann auch Leute, die dann sich bei deinem Comeback haben sie dann Stories gepostet, die überhaupt nicht böse gemeint waren, wo dann aber viele Zuschauer dann wiederum meinten, ja, sie haben das so und so interpretiert. Da einfach mal machen. Es gibt eine Welt außerhalb von Social Media, das sage ich euch. Und Freunde sind das Wichtigste im Leben. Geht zu euren Freunden, umarmt sie. Und wenn wir mal zusammen was machen wollen, sag immer gerne Bescheid. Mach ich. Bianca, lassen Sie sich das drücken. Das hat mich sehr gefreut. Lass dich drücken, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut. Für mich war es wirklich ein wunderschöner Moment heute. Das ist jetzt ein bisschen viel. Ich freue mich auf Ihre Entwicklung. Bianca, machen Sie es gut. Gehen Sie gut, aber gehen Sie mit Gott. Sagst du Luca tschüss? Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Danke, Bianca. Dankeschön. Ja, Freunde, das war mein Exklusivinterview mit Bianca Heinecke. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie die Zeit gefunden hat und sich die Mühen genommen hat. Ach, Bianca, Sie haben hier Ihren Kranz vergessen. Ah, nein. Ja, kein Problem. Mein hier. Kranz des Lebens. Der Kranz des Lebens, ja. Na komm, lassen Sie sich drücken. Wir sehen uns, ne? Bianca. Oh. Ui, das war wild. Machen Sie es gut, tschüss, Bianca. Tschüss, Luca. Tschüss, Bianca. Hat mich sehr gefreut, dass Bianca heute hier war. Ja, Freunde, mir war es einfach nur wichtig, das jetzt nochmal auch so ein bisschen klarzustellen. Ich hatte ja diese Story hochgeladen, die dann auf TikToker gepostet wurde, wo dann einige Leute meinen, ey, Luca macht sich darüber lustig, das möchte ich gar nicht. Ich finde die Entwicklung von Bianca sehr, 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 sehr gut. Ich bin ja selber im Januar so ein bisschen in diese Richtung gegangen, mal öfter Yoga machen und so ein bisschen über das Leben nachdenken, ein paar Bücher lesen und so. Tut einem wirklich sehr, 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 sehr gut. Deswegen macht das gern mal. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Bianca Heinecke. Ich freue mich wirklich auf die nächsten Videos und auf das, was kommen wird. Und drückt wirklich die Daumen, dass das alles klappen wird. Deswegen, meine lieben Freunde, wenn euch dieses Interview gefallen hat, hat es, glaube ich, niemandem.